Liebe Breakout-Freunde, wir von Jumbo Bukoba bedanken uns sehr, sehr herzlich bei euch für euren genialen Einsatz, für eure Überredungskunst, für eure Spenden, für alles, was ihr gemacht habt, um Breakout dieses Jahr so erfolgreich zu machen. Es ist unglaublich. 121.267 Kilometer seid ihr gereist, ohne Geld in die Hand zu nehmen. Was heißt ihr? Wir haben nämlich auch mitgemacht, ein Zweierteam von uns. Und die Wahnsinnssumme von 97.147 Euro haben wir gemeinsam zusammengebracht, um unsere Projekte in Tansania zu finanzieren. Dafür vielen, vielen Dank. Das ist wirklich unglaublich und wir sind ehrlich gesagt gerührt. Das ist Wahnsinn. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn eigentlich mit diesem ganzen Geld? Was haben wir denn vor? Wir haben erzählt von diesem Wasser-, Sanitär- und Hygieneprojekt in Tansania. Also, wir möchten 20 Projekte jetzt dann in 2017, 2018 realisieren mit diesen Spenden. So schaut die Situation jetzt in Tansania aus. An vielen Schulen müssen die Kinder in der Früh selbst zum Wasser holen gehen. An irgendwelche, ich sag mal fast Pfützen, Wasser, wo du hier nie trinken würdest. Du willst noch nicht mal dein Auto damit waschen. Schaut euch das mal an. So schaut es aus. Unsere Idee ist, wir bauen Regenwassertanks, sammeln in der Regenzeit das Wasser und dann können die Kinder auch in der Trockenzeit sich da die Hände waschen und haben auch vielleicht Wasser zum Trinken. Da müssen wir noch dran arbeiten, dass die Wasserqualität besser wird. So. Wie schauen diese Regenwassertanks aus oder wie werden die eigentlich gebaut? Man baut erst so einen Sockel, so ein Fundament. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Dann wird es betoniert bzw. zementiert. Dann baut man hier im Kreis diese Steine drauf und diese Steine, der Sand, das wird alles von den Gemeinden dazu gespendet. Also es ist nicht nur so, dass wir eure Spenden dafür verwenden, sondern es sind auch die Spenden, der Beitrag der lokalen Gemeinden, die hier mit reinfließen. Hier sieht man, wie der Kollege gerade so den letzten Meter da quasi oben anfertigt. Und wenn es dann fertig ist, wird es natürlich auch noch schön bemalt und dann Tere! So schaut ein fertiger Regenwassertank aus. Und das Besondere, Breakout-Logo. Ah, das könnt ihr auch bitte euren Spendern und euren Unterstützern dann zeigen. Dann gibt es eine Handwaschanlage, damit man sich auch wirklich die Hände waschen kann. Und jetzt möchte ich nochmal sehr, sehr herzlich einfach Dankeschön sagen an alle, die mitgemacht haben, an alle, die ihr überzeugt habt und an alle, die dann auch tatsächlich gespendet habt, an eure Kreativität, an euer Engagement, an eure Überzeugungskunst. Vielen herzlichen Dank. Jumbo Bukoba in Tansania und in Deutschland bedankt sich herzlich bei euch. Danke. Breakout 2017 war gigantisch. Ciao. Tschüss.